Morgen, liebe Claudia. Guten Morgen, Annette. Ja, wir werden heute das Thema der Lokalübel abschließen mit diesen beiden Paragraphen 202 bis 203. Wird nun von dem Arzte der bisherigen Schule in der Meinung, er heile dadurch die ganze Krankheit, das Lokalsymptom durch äußere Mittel örtlich vernichtet, so ersetzt es die Natur durch Erweckung des inneren Leidens und der vorher schon neben dem Lokalübel bestandenen, bisher noch schlummernden übrigen Symptome, das ist durch Erhöhung der inneren Krankheit. In welchem Falle man dann unrichtig zu sagen pflegt, das Lokalübel sei durch die äußeren Mittel zurück in den Körper oder auf die Nerven getrieben worden. Unrichtig zu sagen pflegt, werden wir gleich nochmal eine Information dazu bekommen, gehe ich mal davon aus, beziehungsweise lass uns ruhig mal einen Augenblick an diesem Wort hier bleiben. Also es zurückgetrieben in den Körper oder auf die Nerven getrieben worden. Das haben wir ja durchaus in einigen Beispielen schon mal vorher gesagt. Also denken wir gerade an diese Kappen, die sie da benutzt haben mit Teer, um jetzt zum Beispiel so einen Milchschorf abzureißen. Also Teer in so eine Art Badekappe oder so eine Kappe rein, fest auf dem Körper, Kopf aufgedrückt und dann alles auf einmal abgerissen. Na? Dann ist der Milchschorf weg, aber dann hat man eben auch teilweise beobachtet, dass es dann zu epileptischen Anfällen, irgendwelchen neurologischen Leiden gekommen ist. Und auf eine gewisse Art und Weise kann man da ja sagen, dass es auf die Nerven getrieben wurde. Wie siehst du das? Lass uns da ruhig mal Naja, also diskutieren. das, was wir, also was Hahnemann, wie Hahnemann das sieht, ja, ist eigentlich, dass die eigentliche Krankheit ja bereits drin war. Ja, die war ja eigentlich schon vorhanden. Ja, dieser Krankheitskrake existierte bereits. Ja, er hat nur jetzt sein Ventil verloren, was sie eben beschwichtigt hat. Ja, also das heißt, wenn jetzt ganz, ganz plötzlich sämtliche Ventile weg sind, ja, dann kann das ganze Potenzial sozusagen dieses jetzt böse gewordenen inneren Übels, ja, kann eben dann wirklich zum Ausbruch kommen. Und das war eben dann vielleicht das ganze Potenzial, ja, eben zum Beispiel ein epileptische Anfälle oder ähnliches. Ja. Ja, dieser Begriff zurück in den Körper, das Richtig. auf die Nerven, das ist mir jetzt schon klar, aber zurück in den Körper, das entspricht dem Sinne ja, weil im Ja. Körper stellen wir uns das innere Übel da, was ja vor, was eben über dieses äußere Lokalübel, eben über die Ventilfunktion erleichtert wurde. Jetzt ist das Ventil weg und es geht zurück in den Körper. Also Ja. da das zu verneinen oder das als unrichtig zu bezeichnen, ist hier so ein bisschen, naja, aber ich meine, er muss ja auch nicht immer alles genau richtig gesagt haben. Vielleicht, wenn er Ja, es noch ist 50 halt. Jahre länger gelebt hätte, hätte er es nochmal umgeschrieben, wie auch immer. Aber auf jeden Fall hier meint er letztendlich, davon gehe ich aus, dass also unrichtig ist zu sagen, jetzt habe ich da das äußere Leiden weggenommen und dadurch ist das Innere entstanden. Ja. So ist es nicht. Es war schon da. Es hatte Genau, nur es war das schon da. Ventil. Es Richtig. ist also nicht so, dass dadurch, dass ich das Lokalübel wegnehme, Ja. etwas Neues entsteht, sondern es ist einfach so, dass das, was schon da wurde, durch das Fehlen des Ventils jetzt schlimmer wird. Genau. Genau. Ja, No? so. Und ich behandle eben, wenn ich ein Lokalübel habe, also etwas, was nicht durch irgendwie eine Verletzung oder sowas entstanden ist, sondern ein Hautausschlag, der eben halt einfach aus dem inneren Übel heraus entstanden ist. Wenn ich das sehe, dann habe ich die Möglichkeit, das innere Leiden zu behandeln, weil ich jetzt eben Symptome ausdrücke, dieser Krankheit sehe und dann eben die passende Arznei nehme, die eben auch in der Lage ist, sowas zu erzeugen, also Genau. homöopathisch zu arbeiten. Genau. Okay, ne, dass das auch nochmal klar ist. Also es ist schon so, dass es nach innen wieder getrieben wird, aber Richtig. halt wieder Ja. und aber schon da war und jetzt Genau. nicht dadurch neu entstanden ist. Genau. Richtig.
So, das, was wir hier eben auch noch sehen, unser Krankheitskrake, ja. Also wenn wir dem eben seine äußerlichen Möglichkeiten, seine äußerlichen Manifestationen, sein äußerliches Lokalübel nehmen, ist er ja immer noch da, was wir ja vorher immer wieder gezeichnet haben. So, und wenn wir da jetzt auf das Bild der Lokomotive gehen, wenn wir hier das Ventil, an dem wir eben Dampf ablassen konnten. Wenn wir ihm das nehmen, ja, das, was dann entsteht, ist, dass der Druck steigt. Ja, wir sehen hier, der Druck ist jetzt im roten Bereich. Ja, da wird jetzt gleich ein größeres Problem bestehen. Ja, irgendein Teil wird höchstwahrscheinlich kaputt gehen, weil das diesen Druck nicht mehr aushält. Ja, nicht umsonst ist es halt im roten Bereich. Ja, Genau. genau. Das Haben wir zeigt noch eben diese Verschlimmerung der Krankheit. den Paragraphen 203 und das ist dann der letzte zu Der dem Thema letzte. Lokalübel. Jede äußere Behandlung solcher Lokalsymptome, um sie ohne die innermiasmatische Krankheit geheilt zu haben, von der Oberfläche des Körpers wegzuschaffen, also den Kretzausschlag durch allerlei Salben von der Haut zu vertilgen, den Schanker äußerlich wegzubeizen und die Feigwarze einzig durch Wegschneiden, Abbinden oder glühendes Eisen auf ihrer Stelle zu vernichten, diese bisher so allgewöhnliche äußere verderbliche Behandlung ist die allgemeinste Quelle aller der unzähligen benannten und unbenannten chronischen Leiden geworden, worüber die Menschheit so allgemein seufzet. Sie ist eine der verbrecherischsten Handlungen, deren sich die ärztliche Zunft schuldig machen konnte, und gleichwohl war sie bisher die allgemein eingeführte und wurde von den Kathedern als die alleinige gelehrt, also in der Hochschule, in der Ja, Universität. genau. Denn was dabei an Arzneien innerlich gegeben werden sollte, diente bloß zur Verschlimmerung des Übels, da diese Mittel keine spezifische Heilkraft für das Total der Krankheit besaßen, wohl aber den Organismus angriffen, ihn schwächten und ihm andere chronische Arzneikrankheiten zur Zugabe beibrachten. Also sollte eigentlich innerlich gegeben werden, no, es sollte eigentlich eine Arznei innerlich gegeben werden, nach Hahnemann natürlich, nach den homöopathischen Gesetzen. Und das wurde halt nicht gemacht. Und dadurch, dass es eben äußerlich angebracht wurde oder weggeschnitten oder was auch immer, hat es eben die Übel, die ja zur Entstehung dieser äußeren Symptome geführt haben, einfach nur verschlimmert. Genau. Und den Körper insgesamt geschwächt. Und eventuell dann eben auch noch eine chronische Arzneikrankheit obendrauf gegeben, weil eben, na, das sieht man ja auch, im Prinzip sieht man das ja auch, wenn man also sich anschaut, wenn jemand lange Zeit Kortisonsalben aufträgt wegen eines allergischen Hautausschlages, dann wird diese ganze Geschichte ja auch noch schlimmer, ne? Dann Ja, wird das ja wobei eindeutig mit schlimmer. diesem mit den inneren Medikamenten, da geht er schon auf das Innere ein, ne? Also denn in dieser Anmerkung 1, ne? Denn was dabei an Arzneien innerlich gegeben werden sollte, ja, verschlimmerte nur das Ja, Übel. ich Ja, verstehe das das. eigentlich so, dass er sagt, es sollte eigentlich innerlich gegeben werden, wurde aber äußerlich gegeben. Das verstehe ich so. Ja, okay, stimmt. Hast recht. Ja, hast Ja, recht. so Ja, ich verstehe habe ich gedacht, das. genau, ich hatte gedacht, es geht darauf, dass die Arzneien, die damals halt bekannt waren, dass die eben eigentlich nicht wirklich heilend Naja, er wirken. spricht ja Aber hier du eigentlich hast recht, ja. letztendlich nur Genau. von einer Salbe, die aufgetragen wurde, was wurde Richtig. weggebeizt, weggeschnitten, abgebunden, Ja. irgendwie glühendes Eisen und so weiter. Er spricht ja nicht von Genau. irgendwelchen innerlichen Anwendungen. Und ich meine, auch ein Man Aderlass ist hätte es natürlich was innerlich geben sollen. Äußerliches in dem Sinne, auch wenn es natürlich ein innerliches Gefäß öffnet, aber so ist das natürlich auch wieder so eine, in dem Sinne, ja, sagen wir mal, ne, man nimmt eine Plethora, eine Blutfülle an und lässt das einfach ab. Ja, Ja, also es ist auf jeden Fall, du hast recht, man hätte es innerlich geben sollen, ja, und ja. diente eben, weil man es nicht innerlich gegeben hat, diente es der Verschlimmerung. Genau, also hier einfach nochmal zur Erinnerung unser Bild von dem verschlossenen Ventil, was jetzt verschwunden ist und was dann die innere Krankheit schlimmer macht, dass eben unsere Lokomotive jetzt ziemlich sicher gleich ein Problem bekommt. Ja, genau. Und
So ist es dann auch letztendlich beim Körper. Also wenn diese Ventilfunktion nicht mehr da ist, dann wird es natürlich schlimmer werden. Und wenn ich jetzt nochmal hier kurz auf dieses hier zuletzt zurückgehe, dann will ich an dieser Stelle aber auch nochmal ergänzen. Also er sagt jetzt nicht, dass, also wenn er davon spricht, die haben da jetzt irgendwie eine Salbe aufgetragen. Und wenn ich diese Salbe jetzt innerlich gegeben hätte, Nein. das ist dann besser, sondern es geht natürlich weiterhin um die homöopathisch gewählte Arznei. Ja. Wobei wir aber eben auch im Vorfeld, als wir uns an diesem Thema schon abgearbeitet haben, gesehen haben, dass es ja auch, er ja auch davon abrät, dass man, wenn man eine gut passende Arznei hat, die man innerlich gibt, diese auf keinen Fall auch noch zusätzlich äußerlich auftragen sollte. Genau. Ne? Weil das eben halt diese, ja, das Bild verfälscht. Und er sagt, äußerliche Behandlung ist stets verderblich. Das ist eben letztendlich ja die Quintessenz des Ganzen. Und ja, dann sind wir mit diesem Thema durch und werden uns dann nächste Woche wieder mal in neue Gefilde begeben. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch, euch auch und sage Tschüss. Tschüss.